Finde ich nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht. Schon beiß an. Yes! Ich hab was! Ich hab was! Das ist ein Keimer. Was ist los mit dir? Ich wusste jetzt auch nicht wohin. Oh, das Gesicht kenne ich nur zu gut. Es geht um ein Haus, das grüne und braune, oder? Du hast ein Problem damit, nicht wahr? Das, ja, das könnte ich schon von Weitem sehen. Hör zu, ich bin ein Meister meines Fachs. Ich und die Jungs, wir sind echte Profis. Und wir meckern nur selten über die Arbeit anderer Handwerker. Aber dieses Haus, oh Mann, das ist mit Abstand die schlampigste Arbeit, die ich je gesehen habe. Ahaha. Also lass dir das eine Lehre sein. Vertrau nicht einfach jedem dahergelaufenen Amateur. Komm lieber zu einem Profi. Aber gut, erzähl mir, welche Beschwerden deine Passagierin hat. Wie? Sie schläft? Oh, natürlich. Sie ist sehr empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Stell dir nur mal vor, wie kalt es sein muss. Mal ganz abgesehen von ihrer trockenen, schuppigen Haut. Nein, nein, sie braucht ein System, dass die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit regelt. Zum Glück ist das Gebäude so baufällig, dass es genügend Risse für Kabel und Elektronik gibt. Hahaha. Also gut, hier ein paar Pläne und Schaltbilder für eine schöne universelle Anlage. Top Qualität. Eine Gefälligkeit. Denn wie könntest du deine Schulden bezahlen, wenn dein Schiff auseinanderfällt? Ah, das ist Klimaanlage. Was? Nehme ich doch gerne. Anlage. In mir Eisenbahn. Oh. Aber nicht mal so viele. Ich kann ja welche herstellen. Moment. Dann war bestimmt das Falsche. Oh, los geht's. Ja, hier merkt man schon, im Eisen brauchst du ordentlich Hitze. Einmal muss ich noch pumpen und dann sollte es aber auch passen. Oder? Könnte aber auch so passen, wenn ich das so sehe. Ja, ganz knapp. Gut. Eisenbarren haben wir. Eis. Sie sind für dich, Bambina. Kein Grund für Erklärung. Psst, nimm sie einfach. Sie sind ein Geschenk. Ah, ist ein wertvoller Ring. So, dann. Hopp. Ah, schon gebaut, okay. Auch noch so. Voll aufgewertete Summe. Ach so, dafür gibt es ja Feuerwehr. Dann könnte man das hier eigentlich oben machen. Wir haben nicht genug Glas. Braucht das Glas auch noch was für was anderes? Weiß ich. Was genau? Keine Ahnung. Wieder der Bug.
Ich schlafe jetzt nicht in der Hängematte, sondern genau auf der Kommode. Sehr schön. Mäh. Ein Mäh? Krass. So, das wäre erledigt. Dann müsste doch eigentlich. Dong. Hin mit Zuma. Ah, nice. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, Stella, ich glaube, ich habe etwas verschlafen. Wie lange habe ich denn geschlafen? Was? So lange? Winterschlaf, meinst du? Nun, das war vermutlich unumgänglich. Ich habe wohl ignoriert, dass mein Körper mir mitteilen wollte. Eine meiner schlechten Angewohnheiten. Danke, dass du dich so gut um mich gekümmert hast, Stella. Problem. Das kriegen wir hin. Was kann man jetzt hier noch? Rutsche an Seilen und Kabel. Okay. Wir können erstmal dahin. Weil wir wollen ja den schnellsten Weg auswählen. Wenn wir uns dann wieder jetzt gleich nach oben teleportieren. Die Eiszone und wenn wir da mal ein bisschen was abfahren. So, abfahren. So. Ich habe kein Zeug mehr. Natürlich nicht so gut. Okay. Nee, warte mal. Okay. In Lohnberg waren wir. Der hat doch was von der Profit GmbH in Lohnberg erzählt, oder? Wenn mir das jetzt gerade so einfällt. War da nicht was wegen Lohnberg? Das wäre ziemlich dämlich jetzt von mir gewesen. Oh Gott. Na gut. Schauen wir mal. War 100 Pro, das war's gewesen. Wenn nicht das erste Mal, dass ich so doof bin. Wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal. Ist zwar bloß ein kurzer Trip, aber trotzdem mal die Angel ausschmeißen für einen Fisch. Kann man bestimmt machen. War angebissen. Jetzt. Er hat nur gezappelt. Ich sehe gerade wieder ein Ausrufezeichen. Muss ich gleich mal annehmen, was auch immer das ist. Nice. Blaulachs. Die auch noch nicht. So, wo bist du denn? Du bist ja immer ganz weit drüben. Stella, ich wollte die Träume. Stella, sie sind zurück. So viel stärker, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Diese Visionen. Ich sehe sie jetzt auch, wenn ich wach bin. Die Riffe haben sich in Baden von nach viel stinkendem Rauch verwandelt. Aus dem verfaulten Obst wurde das Auge des Drachen.
gläsern und kränklich. Und eine Spirale aus hartem Rost. Ein anderer Dacher ist erwacht. Er macht mir Angst. Aber ich lasse nicht zu, dass er leidet. Du würdest mir zustimmen. Da bin ich mir sicher. Elfenbeben, in Ordnung? Das können wir gerne machen. Pass auf, ich komme auf die Insel und es ist wieder nicht diese Insel. Mal gucken. Naja, doch nicht. Was hast du denn eigentlich so? Baumwollsamen, Kohlsamen. Glas nehme ich gerne nochmal mit. So. Irgendwas. Rinderfondue. Nice. Das ist sehr gut. Also es hat sich doch ein wenig gelohnt, dass ich hier gefahren bin. Hier kann man nicht reden. Stella, was muss ich denn tun, um hier etwas... Ja. Wie wär's mit einem Brief schreiben? Dann weiß ich wenigstens, dass es ankommt. Ja. Ich würde gerne mal zu Marsha mir das Zeug dort wieder abholen. Und wo wir das machen, können wir hier an der, na, in dem Zeug, was über Bord gegangen ist, können wir ja noch. Ah, ja gut, ich habe nichts mehr. An dem Zeug, was über Bord gegangen ist, können wir ja noch was einsammeln. Diese Galionsfigur erinnert mich zumindest mit dem Arm um ein wenig an die Black Pearl. Und warum? Was ist? Mal runtergesprungen ins Wasser, ins Eiskalte und hol mir natürlich Aluminiumerz hoch. Auf Miesmuscheln haben sich hier festgesetzt. Altes Gemälde, Kohl, leere Flasche, Baumwollsamen. Nice. Vorne hängt noch was. Mich würde es auch mal interessieren, ob es eine gewisse Menge an Muscheln am Schiff befestigt bleiben. Oder ob das ganze Schiff davon befallen werden kann. Das ist das, was mich gerade mal interessiert. Taktloses Einkaufen. Profit Gear GmbH, da wenn ich den Namen schon höre, flippe ich schon halb aus, ne? Verbauen, Eschenbrett. Z.
er kleiner war. Saarbahn, Eschenbrett, Zinkbahn. Marmor. Was die nicht so hin war? Scheiße. Wie passt das wieder hin? Sieht dumm aus, wenn ich das Ding jetzt hier oben hinknalle. Noch aber die bestimmt umsetzen, ja. Machen wir mal. Machen wir mal. Funktioniert? Ja. Oh, ey, das sieht so panne aus. Eieiei. Mal gucken. Ah. Ah, hier lässt sich Windmühle, Reismehl, Maismehl. Okay, das habe ich noch nicht so verstanden. Das wird mir aber bestimmt irgendein Charakter mal erklären, wie das Teil hier funktioniert. Oh. Hör damit, hör damit, hör damit. Na, heiß. Läuft. Ah, gut. Da ist er, Masha. Alter, die Ohren, wie die mich verfolgen, da kriegst du Angst. Gut, dann wieder Marmor, jawohl. Mach mal jetzt wieder Aluminium rein. Ich denke, davon werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was brauchen. Bin fertig, kannst abbauen. Jo, ciao. Wir sehen uns. Bye bye. Okay. Gut. Das hätten wir. Ah, der Aluminiumdrache. Nice. Das passt ja. Wenn der gerade auftaucht, dann kann ich den ja mal befreien. Dann läuft das wenigstens ein bisschen weiter. Jetzt ein bisschen Überlänge haben die Folge, aber alles schick. So, was bauen wir an? Machen wir wieder Baumwolle. Wir haben die Inne wollte ja ihre Decke haben, ne? Wir haben die ja jetzt einfach so weggeschickt. Fällt mir gerade so ein. Ah, nice, ich habe wieder zwei Samen bekommen. Einpflanzen. Ich müsste viel öfter diese Wrackteile abklappern. Ich denke mal, die nächste Person, die uns hier verlässt, ist Summer. Und ich wette darauf eingehen.
Na, wo bist du? Post ab. Ach, da kommst du ja schon. Schön. Etwas riecht anders. Findest du nicht auch? Oh. Das dachte ich mir schon. Hilf! Hilf ihm bitte einfach, Stella. Ich auch nochmal richtig gut. Aluminium hier. LOL, was war denn das? Der Tentakel war das. Was ist das denn? Ich hab schon gedacht, der will mich jetzt gut machen. Nein, komme ich nicht. Ich sagen, du musst mir schon helfen. Willkommen. Das dauert schon länger als der Quarz. Rache. Ich muss mal hier hoch. Ah, da hat er mich gebaitet. Das Schwein. Geh mal von hier hinten aus hoch. Ah, komm schon. Hoppen. Ah. Oh, sehr schön. Und bloß noch hier rüber. Oh. Ey, das ist ja riesig. Oh. Ist der Kopf jetzt wieder links oder rechts auf? Ah, da ist er. Runtergefallen. Lass mich hoch. Ja, geht's dir besser? Es scheint besser zu gehen. Er wirkt erleichtert, nicht wahr? Ich frage mich, was das wohl zu bedeuten hat. Wenn wir diesem Drachen jemals wieder begegnen, sollten wir ihm helfen. Ganz egal, was ich davon halte. Aber jetzt muss ich erst einmal meine Gedanken ordnen. Danke für alles, Stella. Sehr schön. Ja, wunderbar funktioniert. So, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von Spiritfarer und wir sehen uns dann nächste Woche zur gleichen Zeit wieder bei neuen Folgen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß. Bis demnächst. Ciao.